Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Mittelalterstudio Windtor. Eigentlich sind wir von Angler TV, ne? Naja, mittlerweile. Naja, wir wollten heute mal hier uns bei dem ortsansässigen Fischer in Flusshausen erkundigen, ob es hier vielleicht frische Flussbratzen gibt. Ja, ich habe mir leider beim letzten Mal doch keine gefangen. Da du hast ja eine Seebratze gejagt. Ja. Eigentlich, jetzt wollten wir doch eigentlich mal eine Flussbratze probieren. Die Seebratze und die Bachbratze sind ja verköstigt. So, was habe ich hier eben weggehauen? Weiß nicht, hast du was weggehauen? Ja, es flog was Grünes. War also nicht so schlimm. So, repariert. Also als erstes kann man hier dieses schöne Schild frische Fische begutachten. Das meistens, wo das steht, würde ich nicht hingehen. Meinst du? Wer extra darauf hinweisen hier, ist, na... Krass. Ja, das ist ja normal, dass man mit frischen Fischen... Brauchst du, oder was? Du hast das Feuer, ich hab das Gras, also, ne? Ja, cool. Ja, dann hören wir auf, ein Video zu machen und verdrücken uns unter den frischen Fischebaum. Ja, dann... Starten wir mal im Rundflug, wa? Ach so, ja. Also, wir sind wieder in Flusshausen. Hier ist das Rittergut Flusshausen. Vom Ritter Flusshausen. Weiß ich gar nicht, wie der heißt. Heißt der Ritter Flusshausen? Man muss eigentlich immer dran denken, dass eigentlich ja nur hier ein Rittergut stand zur als Zwischenstelle bzw. Schutz für die Burg, die irgendwo da hinten noch weiter ist. Was sie nebenbei dadurch hier angesiedelt hat, das ist eigentlich schon genial. Ja, das stimmt. Sicherheit generiert Wachstum, wie man sieht. Na, nicht Krieg, sondern Sicherheit. Ja, ja, klar. Das, die haben auch ein Fischerboot, wie du siehst. Ein Sailing-Fischerboot. Und sie haben eine Küche mit zwei Schornsteinen. Was es damit auf sich hat, seht ihr gleich noch, ne? Ich würde mal sagen, es gibt ja auch viele Leute, die jetzt so mittelaltermäßig bauen und so. Da würde ich vorschlagen, machen wir dann so quasi zum Schluss das kleine Boot und das zeigen wir dann auch ein bisschen genauer nochmal. Wir zeigen jetzt, was, das Boot? Na, das Boot zum Schluss von allem. Ja, das zeigen wir sowieso, genau. Bisschen genauer zeigen. Wir versuchen eh so genau wie möglich zu zeigen. Ja. Wir fangen an, wir haben hier einen Holzstapel mit Brennholz. Ja. Du bist so gemütlich. Ich habe immer auf Holzstapeln gesessen. Ja, du weißt, dass sie ins Rutschen kommen können und dann passiert dir vielleicht was. Dann habe ich mir schon mal Arm verstaucht. Au. Oh. Aber wert. Hier steht ein Werbeschild, Flusshausener Räucherspezialitäten gibt's hier. Das hört sich vielversprechend an. Okay. Wollen wir erstmal in die Küche gehen? Oder wo gehen wir zuerst hin? Ah, ist der hier, vielleicht Fischer... Grad, wart ihr mal. Ah, hier ist der Fischer Gerald. Der hat frischer Fisch, geräucherter Fisch und lebender Fisch. Hört sich jetzt grammatikalisch etwas falsch an, war es auch. Das ist die Rechtschreibung, nicht deine. Ja, so wie ich es in den Satz einbaute. Frischer Fisch, geräucherter Fisch und lebender Fisch, so für sich genommen, ist ja richtig. Fischsuppe. Fischsuppe. Da wird, glaube ich, gerade Fischsuppe gekocht. Und hier drüben haben wir einen Räucherofen. Ist aber nichts drin. Aber es wird schon vorher glühen. Ja. Wie man sieht, leuchtet schön drin. Ja. Mir scheint auch, ich habe irgendwie die Decke vergessen. Naja, kommt im besten Hause mal vor, ne? Ach, vielleicht war die andere schon ein bisschen schwarz und die tauschen aus. Nein, ich glaube, die habe ich vergessen. Nein, nein, nein. Auch ich mache Fehler. Ist mir auch nicht... Roshi! Ich brauche einen Arm. Ohne Arm geht das nicht. Sieht doch schon relativ gut aus, was du betreibst. Naja, so geht's, denke ich. Nee, das wird nicht besser, glaube ich. Das ist jetzt verschwubbelt da. Das ist irgendwie nicht so die Lösung. So geht's. Bisse. Oh ja, jetzt haben wir es geschafft. Aber jetzt muss ich noch das Dach reparieren, weil ich kaputt geklopft habe. So. Was machst du denn? Du sollst ja nicht abreißen. Ich soll zeigen, ne?
ist doch kein hier Schnelldingsbummens, wo man aufbaut, abreißt und dann abfüllt. Wollen wir erstmal hoch in das Wohnhaus gehen, bevor wir uns den ganzen Fischer-Sachen noch weiter zuwenden? Ja, würde ich sagen so. Dann haben wir einen Lauf so. Da ist der Eingang. Nach dir, mein Herr. Wo häng ich? Zu dick kam ich durch die Tür. Oh, schade. Da könnte ich mir jetzt wieder dünne machen. Ja, da musst du mal reingucken. Da fließt der Fluss rein und spült dann die Ader von. Ist sauber. Okay. Und da ist auch Klopapier da in der Ecke, wenn der Kosch irgendwann wieder rauskommt. Und hier oben ist eine... Oh, stimmt, er ist sauber. Wie die Anaconda aus der Toilette. Stimmt, du bist nicht nur sauber, du bist auch rein. Und vor allem, wenn hier einer drauf ist und keine Luft mehr kriegt bei großen Geschäften, kann er da die Klappe aufmachen. Klappe? Ah, die Klappe. Ja. Cool, cool. Das ist Absicht. Guck, da kann man lüften beim AA machen. Oder wenn man meint, das lohnt sich, dann kann man auch aufmachen. Dann freut sich die ganze Familie. Und vor allem... wenn du die aufmachst, ne, und dann kommt einer ins Treppenhaus, um aufs Klo zu gehen, der riecht sofort, dass es sich jetzt gerade nicht lohnt. Da kommen wir mal in einer halben Stunde wieder. Genau. Schiff? Ah, Blumen. Ich glaube, du bist im Wohnzimmer. Na, so Küche, Wohnen. Wo bist du? Na, wo bin ich wohl? Hier. Ich wusste nicht, dass da in der Ecke noch Wasser ist. Da oben drauf sind Küchensachen noch auf dem Schrank, auf dem Küchenschrank. Ja. Und die mögen hier blau, weil sie Fischer sind. Was denn? Mörser? Könnte sein, ja. Und wieso heißt du so? Ja, oder ein Zauberstab. Weiß nicht. Jetzt sind wir im Schlafzimmer. Du bist eine, Ach so, ja, richtig. Normaler Schrank. Bett. Und da hinten ist ein Schönheitsspiegel. Jo, alles, was man so im Schlafzimmer braucht. Ja. Und vor allem stehen auf dem Schrank auch noch eine Kiste schön drauf und ein kleines Dingens. Ja, was man so halt so im Schlafzimmer so braucht. Doch geräumig schön, der Raum. Aber ganz ehrlich, wenn man jetzt so... Aua. Wenn man jetzt so guckt, man sieht jetzt so Ablageflächen und kann oben was draufstellen. Ist doch besser, als wenn man da oben was drinstellt. Finde ich. Ja, ja, irgendwie schon, ja. Na, reingucken tut man selten. Wenn man jetzt selber so ein Haus hat, guckt man selten rein. Und dann vorbei, wie hier zum Beispiel, läuft man viel öfter. Ja, richtig. Und so sind also keine Sachen im Schrank, sondern die Klamotten hängen daneben am Ständer und obendrauf ist der restliche Krempel, der in den Schrank gehört. Ne? Aus den Augen, aus dem Sinn und das passiert denen hier nicht. Ich meine, wenn man jetzt mehr Nutzen haben will, dann kann man immer noch mit hier eine Tür machen und so. Aber wer jetzt auch ein bisschen so beim Survival so auf Optik liegt, der würde ich das so mehr empfehlen. Richtig. Und dann sollte man auch auf die Schnitzereien an der Blende mal achten. Weil die tut. Ja, natürlich. Die sind wichtig. Die sind wichtig, vor allem im Survival. Ohne geht's nämlich nicht. Nee, dann ist langweilig. Ja, ja. Oh, das Fenster ist sehr tief, da kann man nicht rausgucken. Das da ist das Zimmer der Mauer. Markt, sozusagen. Also das Wohnzimmer der Markt. Die hat hier eine Zwei-Zimmer-Wohnung, weil da ist das Schlafzimmer der Markt. Hallo. Oh, sogar ein Kreuz über der Tür. Die Heilige Mark. Und da hinten ist das Kinderzimmer, glaube ich. Hallo. Ja. Ja. Kinderzimmer. Ich glaube, ich würde das Bett unterm Fenster nehmen. Ich glaube, ich würde da hinten das in der Ecke nehmen. Das sieht irgendwie kuschelig aus. Ja, aber irgendwie eng. Das da ist aber das blödeste Bett, weil da hat man eng und die Käsefüße von dem anderen Kind. Schläft sie vielleicht besser? Das ist kein Schlaf, das ist Koma. Dann ist meine Kartoffel. Nee, da ging's nicht weiter. Nee, das sieht man auch an den Marktkleidern, die da noch rumhängen.
So. Was soll man zu einem Treppenhaus sagen? Naja. Was machst du? Na, ich bin gerade so seitlich hier vorbeilaufen, wegen nochmal so die Art zu sehen, wie man das so hier gemacht hat. Ja. Naja, kann man so doch mal zeigen. So, jetzt wird's spannend. Geöffnet. Flussbratzen. Aua. Geöffnet und wie keiner da. Das Aua. Ist so typisch. Ja, das hatten wir doch erst beim 600 Abonnenten-Special. Da war nie einer da. Lebender Fisch. Frischer Fisch. Ja, kann sein. Geräucherter Fisch. Aber keine Flussbratze. Fischer. Müssen nee. Selten sein, ausverkauft. Ja, vielleicht sind das auch alles Flussbratzen und wir wissen es nur nicht. Meinst du, Fluchtbratzen ist ein Oberbegriff, so wie Koi, so wie Karpfen oder sowas? Ja, das kann natürlich sein. Koi-Karpfen, Grundkarpfen, was er die macht. Gut, dann ist Flussbratze irgendein Oberbegriff. Ja. Und hier sehen wir jetzt das Heiligtum. Das Heiligtum des Fischers, genau. Ist er doppelt festgebunden? Ihr seht, der hat da seine Ruder hochgelegt. Da unten, das sind Schwerter. Die sind wichtig, weil das Boot keinen Kiel hat, keinen großen. Damit das segeln kann, muss man so ein Schwert ins Wasser lassen als Kiel. Da seht ihr da einmal das Drehgelenk und da so ein bisschen Lackierung. Und dann sinkt der Teil da hinten ins Wasser runter und das andere bleibt oben. Und dann hat man einen Kiel an der Seite vom Schiff. Und das ist auf beiden Seiten so. Könnte man für blöde sagen, das ist dafür, dass das Schiff nicht einfach umkippt? Genau, das ist nicht umfällt. Okay. Das ist nicht kentert. Das ist übrigens die Kala. Ja. Und, auch wenn es jetzt so aussieht, man kann auch über das ganze Boot rüberlaufen. Also hier kann man sitzen, ne? Und steuern, da kann man sitzen und rudern. Und ich schmeiß die Häusen im Wasser. Und ja, man kann hier auch vorbeiquetschen, guck. Das geht. Und dann kann man hier Reusen ins Wasser schmeißen oder eben Netze, je nachdem, was man gerade fangen will. Ob Flusskrebse oder. Ja. Ich schätze, man teilt so damit unter, vielleicht auch Bede dabei haben, dass er die Netze so rübergepackt hat. Genau. Und da oben seht ihr, die Segel sind gerefft. Ne, wieder hochgebunden. Und da oben sind sie an ihren Seilen, die sie festhalten. Och, das sieht irgendwie knuffig aus, wie du da in dem Boot sitzt. Ja, und zum Schluss kannst du dich da hinsetzen und dann rudern wir von dannen. Naja, das mit dem von dannen rudern klappt in Minecraft nicht so gut. Entschuldigung, wenn du meinen Popo im Gesicht hast. War so schlimm, dass du aufstehen musstest. Naja, ich wollte eigentlich und so, ne, und überhaupt. Hä? Ja, dann setze ich mich mal so rum. Ja, das rum ist eigentlich schon richtig. Ja, ich weiß, dass andersrum richtig ist, aber dann sieht man dich ja gar nicht. Oh, das erinnert mich voll an so Paddelboot, fand ich das immer voll Laune gemacht. Ich fürchte, du musst in die Richtung gucken, wohin ich auch gucke. Dann können wir uns gut verabschieden. Setz dich doch einfach wieder. Sieht man mich da noch? Ja. Gott, klar. Gott. Sichtwechsel. Ah. So? Ja, genau. Wir sehen jetzt aus, als wären wir in einer Talkrunde. Sehr geil. Adlan. Ja, ja. Und das nächste Mal zeigen wir euch noch ein Flusshausen-Video. Und schön, dass ihr dabei wart. Seid beim nächsten Mal auf alle Fälle auch wieder mit dabei. Denkt an Facebook und an Blended Minecraft. Und an Kroschis Kanal. Na und eben an den Rest noch alles. Ja, genau. Und ich wink nicht, weil ich habe Angst, das Schiff kaputt zu machen. Die Kala. Du kannst doch den Kala verletzen. Eben. Das kann ich nicht. Und deshalb sage ich jetzt auch Tschüss. Ja, bevor wir noch was kaputt machen. Ciao. Genau. Ciao.